jetzt sind schon sehr heiß draußen. Freust du dich? Ja. 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 Meinst du, es ist irgendwie anders vom Mädels da, jetzt vom Publikum? Es ist auf jeden Fall für hier ungewohnt, weil eigentlich ist es hier immer gemischt. Man geht wahrscheinlich jetzt raus und denkt, es ist wie immer und hier sind nur Weiber. Mal es gucken. Wird vielleicht ein bisschen krasser, oder? Es wird bestimmt so hot. Die ganze Atmosphäre. Hörst du, wie hot das ist? Ist es denn manchmal komisch, wenn ein Typ vorher auf der Bühne war und dann gehst du raus und irgendwie ist die Stimmung anders? Die Stimmung ist anders, wenn der Typ gespielt hat. Ja, dann ist natürlich erstmal natürlich hängen im Schacht. Mhm. Dann muss man das, haben wir natürlich die Aufgabe, das alles ein bisschen hochzuholen wieder. Das ist oft so, weil du weißt ja selber, Männer sind ja so selten lustig. Es gibt ja leider so wenig gute Männer. Ne? Deswegen haben wir auch heute keine eingeladen. Das Problem wird es nicht geben. Gott sei Dank. Ne? Sonst haben wir immer einen Quotenmann mindestens dabei. Aber ja, ist natürlich ein bisschen sexistisch eigentlich auch, dass wir jetzt nur zu Mädels sind. Aber gut, da geht's jetzt los. Caroline ist fertig. Viel Spaß. Also wirklich, sie ist mittlerweile die Durchstarterin schlechthin. Die füllt die Hallen, sie spielt, die ist unglaublich lustig. Hat uns schon viele Jahre begleitet und ich freue mich jedes Mal, wenn sie da ist. Hier ist die großartige Caroline Kebekus. Geile, ungewohnte Geräuschkulisse hier. Du kommst raus, so ein wild gewordener Kirchenchor. Geil, dass so viele da sind beim Weiberabend. Reicht euch das denn, dass wir hier nur ein paar Mädchen stehen und nur quatschen? Ich habe immer das Gefühl, die Leute brauchen mittlerweile krasseres Entertainment. Irgendwie krassere Sachen. Ich meine, letztens ist einer aus dem All gesprungen. Was sollte das? Haben die Leute nichts mehr zu tun? Reicht es nicht mehr, in die Kneipe gehen, mit Freunden, mit Kegeln oder so? Nein, ich will wo runterspringen. Das sind typisch Jungs, ne? Ich will wo runterspringen. Ja, dann machst du halt Bungee-Jumping. Nein, höher. Dann Fallschirm. Nein, noch höher. Ich will aus der All springen. Wie bescheuert, für nix. Da gab's nix zu tun, nix zu vermessen, nix zu erforschen, nix. Aber die ganze Welt hat zugeguckt. Das ist ja krass. Was macht er da? Felix Baumgartner ist jetzt der neue Chuck Norris, ne? Wie viele Liegestütze schafft Felix Baumgartner? Alle. Man sieht sowieso nur noch krasse Sachen im Fernsehen, oder? Also mir fällt das immer auf, ich mache einen Fernseher an, morgens sehe ich schon Titten. Ich mache einen Fernseher an, Brüste. Titten, Titten, Titten. Ich schalte um, Titten, Arsch, Titten, Arsch, Titten. Manchmal weißt du nicht genau, Titten oder Arsch? Keine Ahnung, ich finde das so krass. Mittlerweile siehst du so viele Nackte im Fernsehen. Früher waren die einzigen Nackten, die wir gesehen haben, die Idioten in der Bravo, oder? Die sich mit so einem Selbstauslöser... Wo der immer dachte so, was soll denn der Selbstauslöser? Haben die da im Studio gestanden so, Leute, könnt ihr rausgehen? Was ist das? Mittlerweile nur Titten, überall und so Plastik, nur so Plastiktitten, die so aussehen wie so angeschraubte Tupperdosen. Wo ich direkt so, da krieg ich so Brustschmerzen. Da denk ich, vor allem sehen diese gemachten Titten auch immer so aus, als würden die nach oben gucken. Warum? Ich würde mir voll beobachtet vorkommen. Leute, Schluss. Guckt wieder weg. Ist doch Wahnsinn. Ich meine, wie viele... Du siehst nur noch Plastiktitten, ne? Ich stelle mir das so krass vor, wenn du so gerade in der Pubertät bist, als junges Mädel. Und du hast sowieso das Gefühl, dein Körper ist ein Alien. Und dann wirst du noch mit so unrealistischen Bildern zugeballert. Ich meine, die einzigen echten Titten siehst du im Fernsehen nur noch in so Naturdokus. Bei Arte, wo so Naturvölker abgefilmt werden. Dann guckst du, guck mal, die armen Frauen. Die haben kein Silikon. Und mittlerweile, ey, ich sehe Michaela Schäfers Titten öfter als meine eigenen. Da stimmt was nicht. Fehler in der Matrix. Ich habe letzte Woche, ich mache einen Fernseher an, ich sehe wieder Titten. Ich denke, also man wundert sich ja gar nicht mehr. Ah ja, Titten, ne? Die waren auch so mit Glitzer eingerieben. Da dachte ich, naja, vielleicht ist es ein festlicher Anlass.
war es auch. Das Mädel wurde interviewt und hat gesagt, ja, ich bin so ganz aufgeregt. Ja, heute kann ich eins meiner größten Ziele in meinem Leben verwirklichen. Und ja, ich will heute einen neuen Weltrekord aufstellen im Blowjob. Und ja, und ich bin schon ganz aufgeregt. Naja, ich weiß noch nicht, was alles passiert. Aber hey, ich lass einfach mal alles auf mich zukommen. Ja, alles klar. Das kam im Fernsehen nachmittags. Ich konnte nicht wegschalten. Die haben auch, also ich konnte nicht, kennt ihr das, wenn man sich so schämt, man schämt sich, nein, schalte um, nein, es geht aber nicht. Ich habe das bis zum Ende geguckt. Die haben auch alles gefilmt, so draußen auch die Schlange von Typen, die angestanden hat, so. Die wurden auch interviewt, so, guten Tag, wie kommen Sie denn hierzu? Ja, ich habe davon in der Zeitung gelesen. Und da hat auch meine Frau gesagt, Mensch, das ist doch was für dich. Kommst du mal wieder unter Leute? Das war so krass, vor allen Dingen, ich habe es bis zum Ende geguckt, sie hat es nicht geschafft. Sie hat es nicht geschafft. Der Weltrekord lag bei 250. Sie hat nur 125 geschafft. Das ist nix. Das ist die Hälfte. Das ist nicht mal nah dran. Da haben nicht ihre Kumpels daneben gestanden, so, komm, noch 10, noch 5, du schaffst es. Nein, nix. 125. Für nix! Für die Ehe, nicht mal für die Ehre! Vor allem, sie hätte ja weitergemacht, aber ihr Arzt hat den Versuch abgebrochen. Ihr Arzt, was für ein Arzt bitte war das? Wen hat die da mitgenommen? Hausarzt? Hals-Nasen-Ohrenarzt? Wen nimmst du da mit? Stell mal vor, du gehst zu deinem Hausarzt. Herr Dr. Müller, haben Sie nächste Woche Zeit? Ich habe ein Projekt, da könnte ich Sie brauchen. Was ist mit den Mädels los? Was passiert denn? Ey, ich habe immer das Gefühl, unsere Mütter müssten sich so für uns schämen. Die haben früher ihre BHs verbrannt und unsere Generation steht Schlange, um sich casten zu lassen für eine frauenfeindlichere Sendung nach der anderen. Es wird die nächste Daniela Katzenberger gesucht und wir fahren zu 80.000 dahin. Ja, ich will auch so sein wie die. Ja, die ist so schön und so schön blöd. Das ist irgendwie so schön. Aber kein Wunder, dass wir Mädels verkommen, wenn man uns zwingt, so Formate zu gucken wie Der Bachelor. Der Bachelor. Was hab ich vor meinen Fernseher gekotzt? Was war das? Was sollte das? Wie kann man 200 Jahre Emanzipation in 10 Minuten vernichten, indem du einfach 10 Hartgeldstrichnutten in den Bus steckst? Die ins Fernsehen steckst und die streiten sich da um einen Affen. Was war der Typ für ein Affe? Und alle, der sah so schön aus. Was? Der hatte keine Oberlippe. Nee. Die eine hat doch gesagt, der ist so schön, wir haben die ganze Nacht geknutscht. Was? Hast du schon mal mit einem Typen geknutscht, der keine Oberlippe hatte? Die hat dem höchstens die ganze Nacht am Zahn gelutscht, sonst nichts. Und dann landen wir alle bei Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau. Wo ich sehe schon immer die Redakteure vor mir, wie die rufen sich untereinander an. Hallo, hier ist der Sven von Bauer sucht Frau. Habt ihr noch mal die Ekelhafte? Ich brauch die, ich will die hier auf den Bauern legen. Fernsehtechnisch sind wir eigentlich angekommen im Mittelalter, ne? Nur, dass es damals alles nicht von Vera Intwen moderiert wurde. Die irgendwann dafür sowas von in die Hölle kommt, oder? Die kommt einfach nur in die Hölle. Da kann die so viel aktiver Werbung drehen, wie sie will. Ey, da denken die Werbeleute wirklich, wir wären richtig dämlich, oder? Als ob wir glauben würden, dass Vera Intwen zu Hause auf dem Sofa sitzt und Joghurts frisst. Die frisst halbe Schweine, sonst nichts. Dankeschön. Caroline Kebekus. Hier. Mädels, geht euch gut? Ja. Wir sind alle nackt. Wir waren eben alle nackt. Ja, aber für die Kamera habt ihr euch wieder angezogen. Ja. Eine Sekunde früher. Und Kissenschlacht haben wir gemacht, ne? Kissenschlacht, natürlich. Ja. Und die Kissen waren rosa. Haben wir uns gemacht, natürlich. Ja, selbstverständlich. Weißt du was? Die Federn sind an dem Schlamm festgeklebt, von dem Schlammbad davor. Wir haben davor noch Ölkettchen gemacht, kurz. Wie ist das eigentlich bei euch? Vorm Auftritt essen oder danach?
Ich esse ja nicht. Gar nicht. Ah ja, das sieht man dir auch an. Ich habe aufgehört zu essen. Aha, ja. Danach? Und ich vor und danach eigentlich. Vera, bei dir ist es eher jetzt, so gerade jetzt vorm Auftritt, kannst du dir noch da ein Brötchen reinziehen und ein Säckchen? Ich oder mache nicht? Das aus Prinzip nicht mehr. Ich habe einmal in einem Steakhouse ein Steak mit Schoko-Chili-Soße und dazu ein Süßkartoffelgratin gegessen. Ja. Und dann habe ich mich, glaube ich, so gefühlt, wie Vera in Tween sich jeden Tag fühlt. Aber sagt, geh doch einfach kacken. Ich glaube, dann machen wir Knacki. Vera einfach einen Teller für hinterher fertig. Ich glaube, das ist gut. Vielen Dank. Okay.